Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder an der Zeit, euch ein kleines Messer aus Chinesien zu präsentieren. Es handelt sich dabei um das Mini-Titan Framelock Messer von Gearbest. Dieses Messer wurde mir zum Testen und anschließenden Vorstellen gratis zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Preise aktuell liegen zwischen 15 und 18 Euro. Hier möchte ich vorab kurz etwas erzählen. Unter dem Label Mac Army werden sehr, 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 sehr ähnliche Messer vermarktet. Die Pivot, die Achsschraube, verrät mir, dass es sich wahrscheinlich um die identischen bzw. aus dem gleichen Werk stammenden Messer handelt. Es gibt halt diesen kleinen, feinen Unterschied der Labelung als Mac Army Taschenmesser, Minimesser, bla 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 33. Und die liegen dann teilweise hier bei uns in den Shops deutlich über 150 Euro. Das heißt, wir haben hier ein Zehnfaches des Preises, dass dieses Messer bei Gearbest kostet. Jetzt könnt ihr davon ausgehen, da bin ich mir eigentlich sicher, dass es sich dabei nicht in keinster Weise um eine Kopie des Mac Army Messers handelt, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Mac Army hat dort eingekauft und vermarktet das Teil einfach zu einem unverschämt hohen Preis. Ich will jetzt Mac Army nicht das Geschäft kaputt machen. Ganz im Gegenteil, dadurch, dass ich jetzt schon zum vierten Mal Mac Army sage, kriegen die vielleicht sogar noch ein ganz klein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Darüber hinaus haben die tatsächlich einige Sachen im Sortiment, die mir extrem gut gefallen, wie zum Beispiel mein kleiner Messingkompass, den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Aber auch noch andere Sachen, gerade im Bereich Taschenlampen von Mac Army, sind schon richtig cool. Allerdings fangen die jetzt auch an mit den Taschenmessern. Und ja, wie das halt so ist, wir kennen das von Phoenix, die produzieren halt keine Messer selber, sondern die kaufen zu. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es sich hier um die gleichen Produkte handelt, die halt nur anders vermarktet und anders bepreist werden. Dieses kleine Messerchen und klein ist jetzt in dem Fall wirklich der treffende Begriff. Gucken wir mal, dass wir die Maße direkt mal aus der Gleichung rauskriegen. 8,3, 8,4 cm geöffnet. Mit einer Klingenlänge von 3,4 cm, 34 mm, einer, jetzt brauche ich die zweite Hand. Das ist fast schon ein, zumindest beim Schließen, ein Zweihandmesser. Das ist so klein, das funktioniert dann kaum anders. Mit 4,9, vielleicht knapp 5 cm geschlossener Länge. Das Messerchen wiegt. Gramm. Und nochmal zur Erinnerung, es handelt sich dabei um einen Titan Framelock Folder. Und der Detent bei diesem Messer ist so hervorragend eingestellt, das flippt echt perfekt. Die Action ist absolut über jeden Zweifel erhaben. Ihr habt es vielleicht gerade auch gehört beim Schließen. Der Detent packt richtig schön zu. Und obwohl dieses Messerchen so winzig ist und so leicht ist, ja, das ist mit dem Satisfying, ne? Das ist ja in den letzten Monaten ein ziemlicher Trend auf YouTube, Satisfying-Videos. Das macht also dem Messerfreund schon richtig Spaß, dieses Geräusch zu hören, nachdem das Messer so schön aufgeflippt ist. Klasse. Ja, wir haben eine Drawpoint-Klinge. Damast. Mit einer Schneidlage in einem weiß der Henker, was für ein Stahl. Hier haben wir noch ein ganz klein bisschen Reste von meiner Streichpaste vom Leder. Das Grüne. Beziehungsweise die Grüne. So, ist die auch weg. Ihr seht, die Phase ist ja nicht so sauber. Aber ganz ehrlich, die Klinge ist kaum länger als das vorderste Glied meines Zeigefingers. Das alles so sauber hinzukriegen, ist schon eine Kunst. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es ein ganz klein bisschen besser aus, allerdings ist die Faser da auch ein Stückchen breiter. Nichtsdestotrotz, das Kleine rasiert also relativ problemlos. Das Ding ist wirklich scharf. Das heißt, gut abgezogen, okay angeschliffen. Allerdings, ja, durch die Swatch bekommt das Ding auch noch eine richtig coole Optik.
Also ein Swatch Grind an so einer Mini-Klinge. Das ist schon aller Ehren wert. Der Damast ist wirklich hübsch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier, ob das jetzt kleine Rosen oder was auch immer das ursprünglich mal für ein Damast war. Es scheint auf jeden Fall ein vernünftiger, ein anständiger Damast zu sein. Natürlich hat man hier kaum Material. Allerdings haben wir eine Schneidlage, die richtig gut zentriert ist, ne? Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Wir haben diese drei Lagen, diese Sandwich-Optik, was das Ganze dann zu einem Sanmai-Damast macht, wenn ich das richtig verstehe. Auch hier beim Flippertap könnt ihr es hervorragend sehen. Ne? Also das Teil, das macht schon was her. Und wenn ich jetzt mal einmal um die Kamera rumgreife und die absolute Luxusversion mal dagegen halte, mein Heidi Blacksmith. Ja, also so wirklich verstecken muss sich das Kleine da nicht, was die Optik angeht, oder? Was sagt ihr? Also da muss ich sagen, bin ich tatsächlich von diesem Winzling schwer beeindruckt. Und tatsächlich verfügt er auch über einen gewissen praktischen Nutzen, denn einfach mal um das Klebeband an einem Paket aufzuschneiden oder einen Brief zu öffnen. Jetzt muss ich natürlich das Papier nicht schneiden, indem ich die ganze Zeit die Klinge rausreiße, sondern mit so einer scharfen Klinge kann ich das natürlich mit einem Pushcut machen, mit einem Druckschnitt. Ja, und da auch wunderbar mal einen Brief mit öffnen. Ne? Also ein Brieföffner muss ja keine 10 cm lang sein. Von daher hat das Ding auch tatsächlich einen praktischen Nutzen. Mit unter 20 Gramm verschwindet es tatsächlich komplett in der fünften Hosentasche. Du merkst also gar nicht, dass das Ding dabei ist. Ist nochmal leichter als der kleine Cutter hier oben, der auch in der Anwendung deutlich eingeschränkter ist. Durch die sehr dünne, sehr gerade Klinge. Also so, jetzt muss ich gucken. Also auch schon so ziemlich Flex drin, dadurch, dass sie so dünn ist. Ja, das ist hier dann nochmal ganz was anderes. Und die Klinge bringt ja auch ganz ordentlich Material mit. Ist prima ausgeschliffen, nicht zu dick, nicht zu rustikal, sondern ja, dem Anspruch angemessen, würde ich sagen. Und vor allem preis-leistungsmäßig, was ihr hier bekommt, anodisiertes Titan, Titan Backspacer, sogar noch eine kleine Lanyard-Öse hinten. Das Ganze dann als super eingestellten Framelock Flipper, Titan Framelock Flipper für unter 20 Euro. Das muss man erstmal nachmachen. Ja, also für mich ist das kleine Teil hier ein riesengroßer Wurf. Das Ding macht richtig, richtig Freude. Jetzt müsste ich eigentlich ranzoomen. Mal zum Vergleich. Was haben wir denn? Was habe ich denn hier so griffbereit? Nehmen wir doch direkt das Shiro. Ist jetzt ein doofer Vergleich, weil das Ding so riesig ist, aber Wahnsinn, oder? Das ist echt Wahnsinn. Schaut euch das an. Das Ding ist also nochmal deutlich kürzer als nur die Klinge des Shiro. Fura Gear Mini Titan Framelock Flipper. Lasst euch von der Größe nicht täuschen. Das Teil ist mehr als nur ein Spielzeug und macht in der Tat richtig, richtig Spaß. Die Lieferung erfolgte in einem sehr unspektakulären Pappkarton. Ich glaube, den habe ich sogar entsorgt, weil den braucht echt keine Sau. Aber ihr kennt das ja von, wenn ihr schon mal bei Gearbest was von Fura Gear bestellt habt. Ihr kriegt in der Regel noch so ein kleines Filztäschchen dazu mit einem Druckknopf. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob dieses Täschchen zu dem Messer gehörte oder nicht. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Auch wenn das deutlich größer ist als das. Na, komm schon. Deutlich größer ist als das Messerchen. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt ein paar Tage dabei gehabt, immer in der fünften Hosentasche. Und das Teil macht definitiv eine Menge Spaß. Wie sie es hinkriegen zu dem Preis, keine Ahnung. Braucht mir aber jetzt auch keiner kommen mit Ausbeutung und Kinderarbeit. China ist echt auf dem Vormarsch. Da passiert eine ganze Menge. Ich glaube, die haben einfach nur, die gehen erstens über die Masse und haben zweitens auch diverse Arbeitsschritte so optimiert, dass es vielleicht einfach möglich ist, das so herzustellen. Und ja, wenn dann die Preise für die Rohstoffe noch anders sind als bei uns, dann ist vieles, vieles möglich. Gut. In diesem Sinne, fast 10 Minuten zu diesem Minimesser, das muss auch reichen. Ich danke euch allen fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.